Schönen guten Abend zur ersten und letzten Mühlradlschau im Fafaganda-TV. Ich bin Benjamin Bixner und mein Kollege Georg Winkler. Guten Abend! Kastelbell. Auf dem Domberg wurde ein Mann gesichtet, der seinen Kopf unter den Arm trägt. Einwohner berichten, er reißt Bären und Wölfe. Tierschützer gehen auf die Barrikaden. Das ganze Dorf ist schockiert. Ein aufmerksamer Bürger hat das Geschehen mit seinem Smartphone festgehalten. Na, sein da Wölfe gemacht. Ja, scheint's. Ihre sind mit rum, haben sie gemeldet. Na, was ist denn jetzt da? Eine gute Nacht. Ja, kein Kopf mehr. Ja. Kastelbell, das hat Schulbeginn. Eltern von Rainer Schülern bemängeln, dass bei Schulbeginn und Ende kein Schülerlotse den Übergang der Finchker Hauptstraße absichert, hat nun der Pfaffaganderdöfi-Verein Initiative ergriffen. Das Positive daran, die Autos bleiben vor Schreck stehen. Der einzige Nachteil, kein Schüler traut sich mehr in die Schule. Italien. Seit kurzem ist ein Gesetz in Kraft getreten, das es Umzugswagen verpflichtet, Kennzeichen und Fahrzeugpapiere mit sich zu führen. Wir waren bei einem örtlichen Verein, um die Meinungen der Vereine offen zu legen. Was sagen Sie zu der neuen gesetzlichen Bestimmung? Ja, mehr als wir Vereine haben. Was willst du mehr dazu sagen? Ja, aber rechtlich ist das schon eine Absicherung für die Leute, die was neben dem Gefährt stehen und somit gefährdet sind. Ach, ein Blecker und mehr nicht. Kurznachrichten. Ein lokaler Friseursalon erfreut sich bei den Pfaffaganderdöfeln an großer Beliebtheit. Sie kommen nicht nur, um sich den Bart und andere Körperbehaarung waschen, schneiden und föhnen zu lassen, sondern auch aus gesellschaftlichen Gründen. Es werden Modetipps und andere teuflische Geheimnisse ausgetauscht. Dazu die Stimme einer mutigen Krampus-Stylistin. Wir haben ein kleines Interview mit der Frau Friseurin vom Salon Halus, die Claudia. Sie hat aber sehr viel Arbeit, als sie uns erzählt. Und jetzt möchte ich Sie gerne fragen, wie das wünscht, mit den Kunden zu arbeiten. Ja, ganz interessant. Es sind zwar ganz viele extra Wünsche, aber ist allem spannend. Und jetzt wird es halt ziemlich stressig, weil jeden Tag wenn man vorbeikommt, sich irgendwie steilen zu lassen. So ein paar Extras gefunden. Welche Extras reden wir denn da oben genau? Ja, so Strähnen firmen, Extensions machen, Zipfel machen, ja, alles Mögliche, alles querbeet durch. Danke für das Interview. Danke. Weitere Themen sind uninteressant. Nun kommen wir zum Highlight. Die Pfaffaganderdöfel haben wieder Großes vor. Wir haben dazu den Bürgermeister Obmann der Pfaffaganderdöfel befragt. So, wir haben jetzt den Obmann für die Pfaffaganderdöfel dort bei uns. Wir machen jetzt ein kurzes Interview mit ihm. Also, wann findet denn die Maskenanstellung statt? Die heutige Maskenanstellung findet den 4. und 5. auf Schloss Kastelweiler wieder statt. Und die Uhrzeit ist eigentlich mehr oder weniger gleich. Leider haben wir Samstag ein bisschen länger, dass wir ein bisschen länger trinken können. So, welche Speisen werden dann auf der Maskenstellung angeboten? Speisen kriegen die Gruppen Weißwürst und angeboten wird da Leberkassemmel, Gulaschsuppe. Wie viele Gruppen sind denn heute auf der Ausstellung? Wir haben 12 Gruppen. Also mit den 13 und zwei Schnitzer. Einmal ist von Schnalztal, der David Spatisch anwesend. Und einmal ist der Kircher Patrika. Seht ihr oben live Schnitzner? Sie werden abwechselnd oben ihre Masken schnitzen und dann ihnen so mal zeigen, wie das so vonstatten geht. Wir haben auf Facebook gesehen, so eine Statusänderung gemacht. Was ist denn Ihre neue Liebe? Da werde ich noch auf der Maskenanstellung bekannt geben. Danke für das Interview. Bitte. Das war es mit der Mühlradlschau. Wir sehen uns am 4. und 5. November bei der Maskenanstellung der Pfaffaganderdöfel. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Euer Benjamin Bixner und Winkler Georg. Hallo, wer ist da? Wir haben hier seine Moderatoren von der Mühlradlschau. Na, kein Zeit. Kein Zeit, kein derweil. Wer bist du? Na,
Dackel. Nein, wir haben keine Weile mehr messen. Wir müssen auf dem Schluss sein. Wir müssen am Schluss sein, wir müssen Maschenausstellung. Und wir beißen den Bart.